Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie werden es vielleicht auf der Website schon bemerkt haben, wir haben eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Wir haben nämlich das berühmte Chemnitz-Video, ja, das die Regierung dazu veranlasst hat, von Hetzjagden zu sprechen, gefunden und dessen Regisseurin. Lieber Roland, wer ist es denn? Es ist eine Bürgerin aus Chemnitz, Mitte der 30, die jeden Morgen früh um 5 aufsteht, um zur Arbeit zu gehen, mit ihrem Ehemann voller Empörung über diesen Mord an Daniel Hillig, mit anderen Bürgern eine Art Schweigemarsch, einen Protestmarsch teilgenommen hat und auf diesem Protestmarsch eben dieses Video gedreht hat. Wir, muss ich sagen, sind in diesem Fall Adolf Reitmeier, der nach wochenlanger Recherchearbeit diese Dame ausfindig gemacht hat, und dafür haben wir ihm zu danken. Ich glaube, nicht nur wir jetzt als dies Einblick, sondern alle, jeder, der Aufklärung über einen der größten Skandale in Deutschland haben will. Ja, genau, es ist ja einer der zentralen Sätze in diesem Video: Hase, du bleibst hier. Das ist ja für eine Hetzjagd, finde ich, eine recht zärtliche Wendung. Was zeigt es denn wirklich? Über dieses Video ist ja lange diskutiert worden. Es ist nur 19 Sekunden lang und es zeigt, wie zwei Männer auf zwei ausländisch aussehende Männer losgehen. Und dann hört man eben diesen berühmten Satz: Hase, du bleibst hier. Mhm. Und das ist deswegen wichtig, weil die 19 Sekunden ja interpretiert werden müssen. Was war vorher, was war nachher? Warum kam es zu dieser Szene? Wer ist der Urheber der Auseinandersetzung, die ja da tatsächlich stattgefunden hat? Man hat ja, als dieses Video veröffentlicht wurde und diese Woge an Aufregung und Entrüstung ausgelöst hat, gab es ja vielerlei Vermutungen, ob es gekürzt ist, ob es durch die Verkürzung manipuliert ist, wo denn die Zusammenhänge seien, in welchem Kontext dieses Video zu setzen ist. Genau diese Fragen können wir jetzt beantworten. Ja, aber das ist natürlich sehr verdächtig, lieber Roland, wenn ich das mal so sagen darf. Egal, was auf dem Video drauf ist, die Tatsache, dass wir uns jetzt bemühen, aufklären zu wollen, ob diese Hetzjagden tatsächlich stattgefunden haben, hat ja schon so einen Touch von Toleranz gegenüber Fremdenfeindlichkeit. Überhaupt nicht. Das ist ein historisches Video. Die Bundeskanzlerin hat ihre Begründung, dass es da Hetzjagden gegeben hat, ausdrücklich auf dieses Video gestützt. Sie sprach von Videos. Es gibt nur eines, dieses. Es gab Quellen, die den Begriff der Hetzjagd sofort zurückgewiesen haben, zum Beispiel die Kollegen von der dortigen Lokalzeitung, aber auch Polizisten. Es gab dann den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herrn Maaßen, der nochmal versucht hat, in 4 Sätzen zu relativieren, dass hier wohl keine Hetzjagden vorlägen aus dem Kontext. Das hat man ihm dann vorgeworfen, es wären Hetzjagden, er würde beschönigen. Heute wissen wir, nachdem wir den Kontext durch das Interview mit der Urheberin aufklären konnten, dass es eben definitiv keine Hetzjagd war, sondern dass friedliche Demonstranten in eher bedrückter Stimmung von zwei arabisch aussehenden Jugendlichen provoziert und angegangen wurden, dass man ihnen mit einem Schlag, ob absichtlich oder unabsichtlich, gewissermaßen das Bier über den Körper geschüttet hat, und dass sich dann die Demonstranten tatsächlich dagegen zur Wehr gesetzt haben. Es war also nicht so, dass da gezielt Ausländer gejagt worden wären, sondern es haben sich Demonstranten offensichtlich gewehrt, und deswegen ist es ja auch nur ein kurzes Stück. Hasi, du bleibst hier, hat deswegen auch einen sehr wichtigen Charakter. Das Video dauert nur 19 Sekunden, weil die Dame es ja das Handy erst aus der Tasche herausziehen musste und dann auch natürlich Angst hatte vor den Aggressionen, die ja sofort wieder zurückkamen von den Gegendemonstranten. Wir kennen das ja von verschiedenen Veranstaltungen, dass wir vielen von Antifa-Schlägern sofort niedergeprügelt wird, um Zeugen zu verhindern. Und aus dieser Angst heraus hat sie das Handy wohl wieder weggesteckt. Und das ist der Kontext dieses Videos. Es zeigt nicht das, was aus ihm gemacht wird. Ich insistiere nochmal, ist nicht die Teilnahme an einem immigrationskritischen Demonstrationszug nicht schon so eine Art virtuelle Hetzjagd? Das kann ich so nicht sehen, sondern es war wie in vielen anderen Fällen auch eine Auseinandersetzung, eine Wut sicherlich, eine Trauer. Auch in Chemnitz gibt es ja erkennbar
Ausländer Probleme mit Migranten. Das wird seit Monaten, vorher wurde das diskutiert. Mit anderen Worten, ich glaube, es gibt schon ein Recht der Bürger, zunächst friedlich gegen einen für sie sich darstellenden Missstand zu demonstrieren. Die Freiheit der Meinungsäußerung steht zunächst mal über den Inhalt. Man kann bei der Demonstration nicht Urteile treffen wie erlaubt, unerlaubt, brav oder böse, sondern zunächst mal ist es das Recht der Bürger, per Demonstration ihre Meinung zu äußern. Auch in der Krise. Das Demonstrationsrecht ist neben dem Wahlrecht eine der zentralen Säulen der Demokratie. Eine zynische Scherzfrage. Darf Herr Maaßen jetzt wieder in sein Amt zurück? Ich fürchte, er wird nicht in sein Amt zurückkehren. Er hat ja frühzeitig aus der optischen Analyse des Videos eine ähnliche Schlussfolgerung gezogen und die war politisch eben nicht genehm. Also man merkt hier, dass selbst hohe Beamte gezwungen werden, nur noch regierungskonforme Positionen zu vertreten. Die Kritik an der Bundeskanzlerin und ihrer leichtfertigen Äußerung zumindest ist also Gefährdung. Denn man darf nicht vergessen, Angela Merkel war zu dem Zeitpunkt in Afrika, auf einer Afrika-Reise und kannte nur oberflächliche mediale Berichterstattung. Das hat sie zu einem Urteil veranlasst, das eigentlich die Bürger von Chemnitz und auch viele Deutsche natürlich schon herabsetzt. Denn es war kein Pogrom. Das war es definitiv nicht. Es war, um es vielleicht auf einen freundlichen Satz zu verkürzen, eine Rangelei am Rande einer Demonstration. Solche Rangeleien kommen bei jeder Demonstration vor. Und diese Auseinandersetzung wurde nicht von den Einheimischen ausgelöst, sondern von einigen Zuwanderern, die die Demonstranten buchstäblich provoziert und ein Stück weit attackiert haben. Alles Weitere, meine Damen und Herren, natürlich auf der Website Hichis Einblick und demnächst im Magazin. Dankeschön.